Diese Läufer in Bolivien hatten sich am Sonntag einiges vorgenommen. Bei dem Lauf auf dem sogenannten Highway of Death mussten rund 1800 Höhenmeter bezwungen werden, bei einer Gesamtstrecke von über 28 Kilometern. Dabei ging es über Stock und Stein, über schmale Straßen und immer dicht am Abgrund. Das Ziel lag auf einer Höhe von 3000 Metern. Das Rennen gilt als eines der schwierigsten der Welt. 130 Läufer und 14 Fahrradfahrer waren dabei, sowohl Männer als auch Frauen. Die Starter kamen aus der ganzen Welt, auch Extremsportler aus Deutschland waren dabei. Der spätere Gewinner Ruben Apassa weiß, worauf es ankommt. Bei diesem Wettbewerb geht es nur bergauf. Es ist mit Beginn des Starts schwierig. Ausdauerrennen sind immer schwierig. Man muss Stehvermögen haben. Wenn gerade nicht gelaufen wird, ist die Strecke durch die bolivianischen Berge auch bei den Autofahrern berüchtigt. Seitdem die Straße 1932 von Strafgefangenen gebaut wurde, hat es dort hunderte Verkehrsunfälle gegeben. Von größeren Unfällen beim Lauf am Sonntag gab es keine Berichte, auch wenn so mancher Sportler sicher an seine Grenzen gehen musste. Positiver Nebeneffekt: Bei der Veranstaltung wurde Geld für soziale Projekte gesammelt.